Bürgervorsteher Schliesegger, der Bürgermeister Wiegels, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute vergeben wir, das sind die Gemeinschaftsstiftung Mölln und die Stadt Mölln, zum 9. Mal den Ehrenamtspreis für engagierte Jugendliche in unserer Stadt. Mit dieser Verleihung wird die Solidarität junger Bürgerinnen und Bürger gefördert und herausgefordert. Eine demokratische Gesellschaft lebt vom aktiven Engagement ihrer Mitglieder und ohne die Bereitschaft von Menschen freiwillig und unbezahlt verantwortungsvolle Aufgaben im Gemeinwesen zu übernehmen, könnten viele gesellschaftlich wichtige Anliegen und Aufgaben gar nicht bewältigt werden. Hin und wieder höre ich die Auffassung, dass ehrenamtlich und freiwillig Engagierte die Lückenbüßer eines sich zurückziehenden Sozialstaates sind. Dabei klingt dann die Sorge mit, dass freiwillige Bürgerarbeit Erwerbsarbeit ersetzen soll und damit bezahlte Arbeitsplätze gefährdet werden. Also diese Sichtweise halte ich persönlich für völlig falsch. Der Staat kann und soll gar nicht alle Aufgaben selbst übernehmen. In vielen Feldern gibt es Dienste, die die Dienstleistungsgesellschaft weder kaufen noch bezahlen kann, die aber geleistet werden müssen, wenn unsere Gesellschaft nicht einfrieren soll. Niemand ist überzeugender in seiner Hilfe effektiver als die Menschen, die Besuche im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim machen oder die sich für den Gedanken der Tafel engagieren. Kein Verein kann ohne ehrenamtliche Bereitschaft zur Mitarbeit leben und gerade aus diesem Bereich kommt ja auch unser diesjähriger Preisträger. Wir brauchen Menschen in freiwilligen Feuerwehren und in Rettungsdiensten und wir brauchen die Schöffen, die vielen ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die mit ihren Erfahrungen das menschliche Miteinander bereichern. Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität sind unbezahlbare Werte, die weder durch Gesetze noch durch Verordnungen erzwungen werden können. Diese Werte müssen praktisch gelebt werden und sie werden glücklicherweise von vielen, vielen Menschen praktiziert, die anderen das Wertvollste schenken, über das sie verfügen, nämlich ihre Zeit. In unserer Stadt gehen wir diesen Weg der Anerkennung von jugendlichem, ehrenamtlichem Engagement schon seit längerer Zeit. Und in diesem Jahr hatte die Jury eine außerordentlich schwere Wahl, gab es noch 4 unglaublich gute Nominierungen. Aber wie es bei einer Preisverleihung nun einmal ist, kann nur einer den Preis bekommen. Erneut möchte ich noch einmal erwähnen, dass der zu verleihende Preis eine Eule von dem Mölner Künstler und Bildhauer Hans-Werner Könnecke extra für diesen Zweck kostenlos entworfen und gestaltet wurde. Und dazu wird durch die Gemeinschaftsstiftung Mölln ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro überreicht und der Preisträger kann dieses Geld nach eigenem Belieben für ein Projekt in seiner Ehrenamtsorganisation einsetzen. Auf meinen gewohnten Werbeblock können Sie noch in diesem Jahr nicht verzichten und müssen ihn noch einmal wieder ertragen. Die Gemeinschaftsstiftung Mölln ist 2019 10 Jahre alt geworden und in der zu diesem Anlass erstellten Nachbetrachtung wurde uns noch einmal deutlich, dass in diesen 10 Jahren durch die Stiftung über 80.000 Euro ausgeschüttet worden sind. Und jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, die Gemeinschaftsstiftung in ihren Wirkungen durch Zustiftung, Spende oder testamentarische Verfügung zu unterstützen. Und getreu unserem Motto von Mölln für Mölln sind wir für jede Zuwendung dankbar. Sprechen Sie mich ruhig hinterher, ohne Scham und Hemmung, auf Ihr Mitwirken an. Anlässlich unserer kleinen Jubiläumsfeier hat gerade aktuell ein Mölner Unternehmen 5.000 Euro zugestiftet und ein anderes Mölner Unternehmen hat innerhalb der Stiftung einen Stiftungsfonds ausgestattet mit 15.000 Euro errichtet. Dafür sagen wir an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus. 2019 hatten wir Maximilian Österreich für sein Engagement geehrt. Erst konnte Maximilian heute Morgen nicht erscheinen, aber nun ist er doch hier, was mich ganz besonders freut. Und Maximilian wird jetzt die Eule des letzten Jahres zurückgeben und wird dafür eine kleine Erinnerungseule von mir ausgehändigt bekommen. Applaus.
Ich erwähnte ja schon, dass wir für die diesjährige Preisverleihung 4 ganz großartige Vorschläge hatten. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle meine Glückwünsche an die 3 Nicht-Preisträger ausdrücklich hier noch einmal erwähnen. Nominiert waren Bennett Walter, 20 Jahre alt von der DLRG Mölln, der dort schon viele Jahre mit Enthusiasmus und Spaß ehrenamtlich wirkt. Nominiert war Julie Steiner, erst 15 Jahre alt, die sich beim DRK Ortsverein Mölln in der Jugendarbeit und in der Gemeinschaftsschule Mölln als Schulsanitäterin sehr stark engagiert. Und nominiert war Philipp Zühlsdorf, der ist 19 Jahre alt, der sich unter anderem als Schulsprecher am Marion-Dönhoff-Gymnasium und in der Jugendarbeit der Stiftung Freie Evangelische Gemeinde Verdienste erworben hat. Alle 3 verdienen hier erwähnt zu werden, weil sie wirklich tolle Vorschläge waren, aber der Preisträger im Jahr 2020 ist Nico Maximilian Trettin. Nico ist 20 Jahre alt und bereits seit einigen Jahren ehrenamtlich engagiert. Er hat seinen Realschulabschluss an der Gemeinschaftsschule Mölln gemacht und absolviert gerade eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann bei der Mölner Sportvereinigung. Seit 2015 engagiert er sich sehr stark in der Fußballabteilung der MSV und in seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf Integration, Motivation und Bildung von Teamgeist bei seinen Kindern und Jugendlichen. Und wenn man sich in der MSV umhört, ist immer wieder von der Zuverlässigkeit, die Nico mitbringt, die Rede. Wichtig ist ihm persönlich auch die Qualifikation für seine ehrenamtliche Arbeit und so besitzt er bereits die vom Deutschen Olympischen Sportbund ausgegebene C-Lizenz im Breitensport und hat gerade im letzten Jahr, für dieses Jahr, beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband in Valente mit Bravour die Aufnahmeprüfung zum Erwerb der DFB-B-Lizenz bestanden und diese Ausbildung beginnt in diesem Jahr. Und dann hatte der DFB im letzten Jahr eine Aktion Fußballheld gestartet und in Schleswig-Holstein sind 3 junge Leute zum Fußballhelden vom DFB auserwählt worden und einer von diesen 3 ist Nico. Als Anerkennung erhalten die Fußballhelden eine Reise nach Barcelona in das Trainingscamp des FC Barcelona mit 20 Lerneinheiten und natürlich einer Besichtigung des Camp Nou, des Stadions des FC Barcelona. Ich habe in einem kleinen Vorgespräch Nico gefragt, was denn die Motivation für sein Ehrenamt ist. Und er sagte spontan, ja, ich wollte nicht immer nur vom PC sitzen, sondern ich hatte bereits mit 14 Jahren Bock, etwas zu machen. Und schnell haben dann die Verantwortlichen in der MSV erkannt, welchen Rohdiamanten sie nun in ihren Reihen hatten. Großartig ist natürlich auch, dass Nico seine Fähigkeiten in die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann vollen Umfangs mit einbringen kann. Und dankbar ist er natürlich dafür, dass er diese Ausbildung hier in Mölln bei seiner MSV machen kann. Herzlichen Glückwunsch, Nico Maximilian Trettin. Verleihung des Preises noch offiziell bedanken. Ja, schönen guten Abend zusammen. Man hört es auch etwas an meiner Stimme. Als Fußballtrainer hat man es nicht immer leicht. Man muss auch mal ein bisschen härter durchgreifen und deswegen entschuldige ich mich für meine Stimme für die nächsten 3-4 Minuten. Ja,
Ich bedanke mich bei der Gemeinschaftsstiftung Mölln, dass sie es möglich machen, Jungen und junge Ehrenamtler so die Aufmerksamkeit schenken, die sie nur manchmal brauchen. Außerdem ein Riesendank an meine Kollegen von der Mölner Sportvereinigung, dass ich dieses Ehrenamt Woche für Woche ausüben kann. Für mich ist das Ganze halt einfach mehr als ein Hobby oder ein Ehrenamt. Für mich gehört es einfach dazu. Für mich ist das Ganze Entspannung, für mich ist das Ganze Abschalten vom Stress im normalen Alltag. Hierbei kommt man einfach auf andere Gedanken und man ist fokussiert auf den Sport. Im Einzelnen möchte ich mich auch noch bei Frau Hagemann, die auch heute da ist, bedanken, dass sie in meinen Arbeitsplänen für die hauptamtliche Tätigkeit immer mein Ehrenamt in Rücksicht hat und ich es immer schaffe, pünktlich um 16.30 Uhr, dienstags und donnerstags auch oben auf dem Waldschirmplatz zu sein und mein Training geben kann. Dankeschön. Außerdem möchte ich mich auch noch bei Herrn Blum bedanken, der der Meinung war, ja, er hat es verdient. Er sollte sich hier mal vorstellen und auch da ein Riesendankeschön. Als ich erfuhr, dass ich gewonnen habe, war ich im ersten Moment etwas überrascht, da ich gedacht habe, wer wählt denn mich überhaupt? Mir war halt einfach überhaupt nicht bewusst, dass ich das schon seitdem ich 14 bin, jeden Tag mache und für mich gehört es einfach halt, wie gesagt, dazu. Ich möchte mit dieser Rede auch ein paar junge Menschen vielleicht animieren, etwas in einem Verein oder in einer Organisation zu tun. Denn für Jüngere lohnt es sich, sich zu engagieren. Durch die Vielfalt in einem Ehrenamt lernt man ständig neue Menschen kennen und man tut auch was für die Sozialkompetenzen. Außerdem erlebt man als Ehrenamter sehr viel und bekommt etwas in einer Form, etwas zurück, was man in einer, so einer Form nie zurückbekommt. Abschließend möchte ich mich natürlich noch bei ganz besonderen Personen bedanken, und zwar bei meiner Familie und meiner Freundin. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, wenn ich dann morgens um 7 Uhr die Treppe runter stolper, Alexa sagt, ey, du musst aufstehen. Denn manchmal hat man dann um 8 Uhr schon Treffen mit den Kiddies und man weckt dann das ganze Haus und kriegt dann auch Sprüche wie, echt jetzt schon wieder. Dafür möchte ich mich bedanken. Danke für die Unterstützung die ganzen Jahre und danke fürs Zuhören.